Ich glaube, ich lenke sie ein bisschen ab. Ich bin raus. Okay. Oh, oh. Steigt bei mir, ey, oder so. Nein, nein, nein. Alter. Das ist die denkbar schlechteste Idee, die man haben kann. Wenn ja, das ist echt, Alter. Ist echt, ja. Danke. Wieso muss ich da scheinbar schlucken? Ah, Alter. Weil du von Watch Dogs das Update noch nicht gekauft hast mit Handy-Autos hacken. Nein, oder so Cabrio. Ah, okay, gut. Jetzt doch mal mit dem Cabrio-Drucker mal H oder H gedrückt halten oder sowas, dann soll halt eigentlich das Verdeck aufgehen. Hab ich rausgefunden, nach 10 Jahren endlich mal. Nach 10 Jahren GTA springen, gell, ja. Ja, GTA 5. Oh, ja. Ich glaube, so lange habe ich noch nie Sterne gehabt, wie ich gerade Sterne habe. Das waren jetzt schon mindestens 15 Minuten. Und das Auto holt ja, einfach her. Erst seit 13, ne? Hallo, du 14. Kommst um Scheiße. Okay, ja. Oh mein Gott, Ladezeiten, ey. For the win. Vor der Hose. Wir müssen uns ja eine Einladung schicken. Bringt momentan gar nichts, wenn ich nirgends drin bin, wo ich dann die Einladung auch nicht mehr kann. Mensch, kann man nicht einfach irgendeinen Cheater aktivieren oder sowas, dass die ganzen Scheißkinder weg sind? Geh rein von LS Customs, ja, und wo bist du? Ja, aber die verfolgen ja. Ich bin ohne Reifen so langsam und kann überhaupt nicht lenken. Und die verfolgen mich einfach. Und dann haben wir noch zwei Helikopter. Dann fahren wir gemeinsam bei LS Customs. Nein, bei dir werde ich nicht einsteigen, weil dann explodieren wir sofort. Mhm. Wahrscheinlich hast du mich auch. Was? Das sind alle Autos weg. Nein, ich hab auch schon mal den Bug gehabt. Da waren alle meine Waffen weg. Du musst neu starten. Ich geh jetzt mal schnell aus. Und mal wieso hab ich jetzt wieder? Lukas, steig jetzt schnell da bei mir, dann fahren wir uns ja das Custom Skim. Nein, das ist langweilig. Und bei dir geht das alles schief dann. Mhm. Du musst ja fast rückwärts. Weil es rückwärts besser geht, aber mehr Traktion. So, jetzt hab ich kein Wanted Level mehr. Dafür hab ich jetzt mal der Deppel reingefunden. Ja, ja. Ja, muss neu starten. So, oh, was machst du denn? Toll, jetzt hab ich SWAT-Team Ammo noch gekriegt, oder? Nein, aber nicht. Was? Mit der Mom. Weißt, es rennt und dann hab ich keine Reifen. Das sind die besten Voraussetzungen. Ich schieße mit dem Taskmanager, gell? Mhm. Ja. Wow. So, jetzt ist es repariert. Der schaut, der repariert richtig gut aus. Wirklich? Mhm. Bist du übrigens ein Zuseher, gell? Die? Drei? Ich hab drei Zuschauer. Bei mir. Also. Redi, Bot, Xenoid und Werwolf. Ja, das bist du, Werwolf. Ja, ach nee, aber vorhin hast du die ganze Zeit nur zwei Ozark. Ja, ich hab keine Ahnung. Aber der ist richtig schnell, also das ist das schnellste Auto. Mal ganz kurze Frage, Lukas. Da steht jetzt gerade, GTA wurde nicht sauber heruntergefahren. Ja, schließt das Fenster und öffnet es neu. Achso, hast du schon, dann mach normal starten. Ganz klar. Okay. Oh mein Gott, von dem Dirl brauchst du leise und flehe Sektor I. Musst du mal im Stream schauen, wie schnell das Auto ist. Säge gerade, aber es hat gerade geleckt. Es leckt bei mir jetzt irgendwie. Und es fährt einen Spoiler bei der Geschwindigkeit aus. Was, Stefan? Ist es bei Geimer so, dass Motors Mutual Insurance ewig weil immer alles übergesetzt ist? Das war, ja, das war bei mir jetzt auch mal so, dass es ewig lang gewählt hat. Das immer ständig gesetzt ist. Aber wenn es besetzt ist, dann hast du kein Auto, das du wiederholen kannst. Boah, wow, ist die schnell! Das war zu sehr. Das haben wir immer noch alle drei drin. Ja, keine Ahnung.
Kann man den Spoiler ändern, dass den Griss dann Spoiler aus? Na, der hat keinen Griss in Spoiler. Das ist der Standard-Spoiler und ich glaube, den kann man nicht ändern. Aber halt unterm Phone fährt der den Spoiler aus. Ist wie beim Bugatti Veyron Supersports. Der fährt nach unterm Phone aus. Den habe ich noch nicht gefahren. Nein, das ist ein echtes Auto. Nee, weißt du, sag ich ja, den habe ich noch nicht gefahren. Ach so, ja, wow. Überrascht mich jetzt irgendwie. Dass du den noch nicht gefahren hast. Oh. Wo ich doch Multimilliardär in Irland bin. Ja, das ist echt so. Und man eben erst once eine Semi kaufen kann. Aber GTA, wenn man kauft, das war wichtiger ist es Semi. Weißt, der Kevin hat sich GTA gekauft, hat es einmal gespielt und jetzt spielt er es nie wieder. Das ist echt. Der ist irgendwie ein wenig dumm. Ja. Der spielt immer noch CSGO, obwohl er doch nicht viel spielt. Bei CSGO ist die Helikoptersteuerung so scheiße. Nein, aber CSGO hat einen anderen Punkt, wo es gut ist wie Battlefield. Battlefield hat eine gute Grafik und Realismus und CSGO hat dann den Competitive-Dingsbums. Also da wirst du halt gezogen vom Spiel, weil du besser sein möchtest wie andere. Und bei Battlefield ist es so, weil du spielen möchtest. Oder ich weiß nicht, wieso man Battlefield spielen möchte, aber deswegen halt. Wow, es gibt gerade Sinn, was ich sage. Absolut, ja. Nee, meine Autos immer noch nicht. Dann haben sie in andere Garagen. Wie schaut es mit dem Geld aus? Das ist komplett da. Okay, ja, wenn es noch da ist, dann passt sie. Und wenn du rausgehst und einen Mechaniker aufforderst, das probiere ich jetzt gerade. Vielleicht in andere Garagen, das kann ja sein. Schon mal nicht. Eclipse Tower. Du kannst deinen Rockstar Support erschreiben, wenn es wirklich weg sind. Zentorno in Klammern Lager. Hä? Ja, das steht bei mir auch dort. Ich weiß nicht, was das heißt. Das steht bei mir bei meinem Zentorno auch dort, ja. Genau. Das ist so ein Auto, der nicht da ist, Naja, den brauche ich eh nicht. Aber gut. Zentorno ist eins meiner Lieblingsautos. Ich hab bloß nur ein Lieblingsauto. Und zwar? Den da. Weil der ist mega schnell einfach. Und das Handling? Das Handling finde ich auch super. Okay. Oh, das ist Sprungschatz. Okay, also Nummer 1 ist schon mal wieder da. Bremsen du auch gut. Oh ja. Hat was hier erledigt. Mhm. What the fuck? What the fuck? Was war das jetzt? Ich höre nicht einmal Sounds. Weil du gesagt hast, du musst leiser machen. Ist jetzt in Gobi so als ich. Das stimmt sogar recht, ja. Ich sollte ihn scheiden lassen. Ich sollte ihn jetzt scheiden. Die um den Unterhalt beschissen. Die Konsole auch nicht dran, die ist bereichert. Ja, gut, ja, dann ist genau, eigentlich schon, oder? Da. Was habt ihr denn mit Adam und Kasper Sky? Mhm. Wo habt ihr denn das? Keine Ahnung.